befinden uns in Berlin-Weißensee in der Pistoriusstraße. Und wir haben hier innerhalb von 24 Monaten, also wirklich in Rekordzeit, ein sehr, sehr schönes Wohnensemble errichtet mit 79 Wohnungen. Die Bauzeit von tatsächlich nur 24 Monaten hängt damit zusammen, dass wir nur regionale Handwerksbetriebe einbinden, versuchen kurze Lieferketten zu haben und wir zwei Bauleiter vor Ort haben, die die Baustelle wirklich täglich betreuen, sodass wir die Abläufe sehr gut koordinieren können. Auch bei diesem wunderschönen Penthouse findet die Übergabe in den nächsten zwei Wochen statt und wir freuen uns auch hier neue Mitbewohner begrüßen zu dürfen. Der größte Teil der Käufer ist tatsächlich zwischen 35 und knapp 50 Jahren. Wir haben sehr viele Kinder, sind da auch sehr stolz drauf, dass wir wirklich vielen Familien eine neue Wohnung bieten konnten. Zwei sehr schöne Gartenwohnungen sind noch da, eine Dreizimmer- und eine Zweizimmerwohnung. Beide wirklich sehr schön mit eigenem Gartenanteil, sodass gerade bei der größeren, bei der Dreizimmerwohnung auch gerne ein Kind willkommen ist. Das Besondere an beiden Wohnungen ist, dass sie, außer dass sie barrierefrei sind, auch einen eigenen Gartenanteil haben. Das bedeutet, sie können abends grillen und chillen. Darüber hinaus haben wir auch aktuell Projekte, die wir bereits verkaufen. Das ist einerseits in Neukölln die Bürgerstraße, das Brucari, mit einer sehr guten Lage, eine ruhige Lage in Neukölln. Genau wie in Charlottenburg in der Aachener Straße, auch dort eine sehr schöne, ruhige Wohnlage. Wir haben ein neues Projekt bereits gestartet, der Hermann 111, ein Objekt, was sich in unmittelbarer Nähe hier auch in Weißensee befindet. Dann haben wir im Bergenbrücker Steig in Lichtenberg ein Projekt, was noch in diesem Jahr startet, sowie in der Liebermannstraße, auch in Weißensee. Und wir beginnen Ende des Jahres unser größtes Bauprojekt in der Zwieseler Straße in Karlshorst.